Was geht ab? Ich bin gerade aufgestanden. Ich hatte 3,5 Stunden Schlaf. Und jetzt geht's nach Kosovo gleich. Ich muss mich aber noch fertig machen. Ich bin so total kaputt. Deswegen, wir hören uns gleich. Freunde, ich bin soweit durch. Kurzer Outfit-Check. Oh, komm. Geht das? Nee, das geht nicht. Auch wie mich das nervt. Classic Jeans. Ach, scheiß auf, Digga. Und mein T-Shirt. Ich lasse das jetzt einfach drin. Juckt mich nicht, Junge. Bam, bis später. So, Freunde, wir sind jetzt am Flughafen. Gehen jetzt einchecken. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Also, sobald wir drin sind, weil das kostet alles Zeit mit den Koffern und alles, ja. Ich konnte aber wenig aufnehmen. Wir sind auf jeden Fall da. Geile Aussicht. Auto habe ich gemietet. Wir sehen uns gleich in der Wohnung dann. Hallo Freunde, wir sind jetzt in Droft in Istok. Und wir haben jetzt Essen bestellt. Ich bin mit meiner Mama hier. 2 Thunfischspitzen. Das Essen seht ihr jetzt sofort. Ist auf jeden Fall geile Aussicht. Zeige ich euch gleich. So Freunde, das ist die Pizza. Bei mir ist irgendwie kein Käse drauf. Bei meiner Mama schon. Verstehe ich jetzt nicht, aber... By the way, für die, die aus Kosovo kommen oder kennen, der beste Eistee überhaupt. Solar Eistee, eiskalt. Ich bin jetzt in der Wohnung. Die Pizza war ganz okay. Also eher weniger gut. Das ist halt so ein Restaurant, das wir noch von damals kennen, wo ich klein war und Kosovo war. Ja, da kommen mal Erinnerungen, ne? Wieder in den Kopf. Aber trotzdessen werde ich da nicht mehr hingehen, weil es halt nicht so qualitativ gut war. So, danach waren wir noch Kaffee trinken, aber das war jetzt sehr unwichtig und meinen Onkel besuchen. Aber den nehme ich natürlich nicht auf, ja. Ich sag euch mal, meine Aussicht aus dem Balkon, mega. Hier der Balkon, da hinten die Aussicht. Und hier hinten schön Berge. So Freunde, jetzt geht's ab raus. Mein Cousin wartet auf mich. Wir wollten Pfeife rauchen gehen, sorry für das Licht, das ist hier gerade Katastrophe. Das müsste jetzt eigentlich angehen, ja. Und ja, ich zeige euch gleich dann, wo wir sind und was wir machen. Ich muss das mal einweihen, weil der hat gar keine Ahnung, was ich filme. Deswegen, bis dann. Ach ja, Outfit-Check. Kleinen Moment. Ach. Meine Outfit-Checks sind so kacke, Alter. Fuck. Okay. Freunde, man hört nichts. Wir sind jetzt Pfeife rauchen. Ich bin mit meinem Cousin. Aywa. Und wir rauchen Black Nana. Aber es ist sehr laut, deswegen kann ich nicht viel reden. Ich zeige euch nur noch die Pfeife und dann Ärger. Aber das ist der Ausblick. Ich schwöre. Tut mir echt leid. Ich weiß nicht, also ich habe gar keinen Spaß. Das ist alles gar nicht so schön, wie man denkt. Junge, beste Leben. Ich trinke Golden Eagle, beste Energy, aber wirklich, ich habe echt kein krasses Leben, muss ich sagen. Friends, wie ihr seht, Gym-Sachen sind an. Ich werde jetzt ins Gym gehen, muss mir aber noch ein Handtuch kaufen, weil ich habe jetzt so keins mitgenommen. Spiegelcheck. Jogadinho da Paqueta. Nee, auf jeden Fall. Wird jetzt das Gym zerfetzt, ich will da weiter durchziehen. Konnte 2 Tage nicht gehen, so ins Gym und ja. So Freunde, ich bin jetzt im Gym. Heute ist Brust-Trizeps dran. Ich zahle jetzt für einen Tag 2 Euro, glaube ich. Das Gym ist eigentlich ganz nice, hat alles. Man kann alles trainieren. Jo. So Freunde, Gym ist beendet. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Also in die Wohnung, gehe direkt duschen. Genau, das war's erstmal. Wetter absolut Baba. Ja, ich glaube, das ist nicht so cool, ja. Egal, wir machen das Beste draus. Ey, wow! Freunde, wir gehen jetzt was essen. Ich bin mit meiner Mama. Und ich zeige euch jetzt mal die Aussicht hier. Das ist absolut krass. So, wenn ihr so da hinten mal guckt, zoom mal rein. Von hier könnt ihr einfach alles sehen.
Wir sind gefühlt auf dem Berg. So. Und da das nicht alles ist, geht es hier noch höher. Das Restaurant ist hier. Und ja, warte. Das müsste man doch noch anders sehen, oder? So, krass, Alter. Leute, nächster Spot. Alter, was ist das denn? Und wir sind jetzt vom Restaurant Scandal Bay. Der ist krass, krass. Im Hotel, nicht Hotel, Restaurant Skanderbeg angekommen, haben wir unser Essen bekommen. Das sieht doch schon mal lecker aus. Zeige ich euch das genauer. Nennen die Spaghetti Carbonara, sieht nicht so aus. Mal gucken. Cola Zero und meine Mutter Sucuk. Sucuk im Tau. Achove. Aus dem Cheat Meal. Okay. So, Freunde, was geht ab? Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr aufgenommen, weil ich habe direkt am zweiten Tag eine Lebensmittelvergiftung gehabt und war dann ein paar Tage lag ich flach, beziehungsweise die Motivation war einfach weg, so. Aber heute sind wir in Pei, wir fahren nach Rugov auf die Berge. Mom, halt die Kamera gerade. Gerade, moin. Nein, so. Nein. Alle, wenn man es am Start war. Moin. Ja, jetzt ist gut. Du hältst das schief. Ja, so, mein. Ist, du bist gut. So. Ja. Genau. Sieht man deine Hand? Nee, ne? Nein. Okay. Jedenfalls, wir sind jetzt fast im B und wir. Mutterbunde, gell? Wir waren jetzt auf die Berge Rugov. Deswegen, ich zeige euch an die Aussicht und alles, was wir essen, was wir machen. Bis dann. Brecke vom Boden. So, Freunde, wir sind auf den Bergen jetzt irgendwo angehalten. Guckt euch mal diese Aussicht an. Ihr habt, glaube ich, die Aufnahmen gesehen. Hier einfach Berge ohne Ende. Stark. Ich gucke jetzt nochmal, ich mache so ein Video, alles wie es hier drumherum aussieht. Das ist so ästhetisch, oh mein Gott. Hier im Weitwinkelmodus, da sieht man viel mehr. Und hier unten das Wasser. Dann der absolut riesige Berg. Hier kommen dann die Autos entlang, halten hier, holen sich gegrillte Maiskolben. Und von da sind wir dann gekommen. Auf jeden Fall sehr interessant. So, Freunde, ich habe jetzt noch einen anderen Spot gefunden, wo man jetzt noch ein bisschen besser alles sieht. Hier unten, wo so ein kleiner Bach ist. Das sieht so riesig aus, das kommt auf der Kamera nicht so vor, aber obwohl, vielleicht. Ich bin nichts dagegen. Was ist das für ein Riesenberg? Alter Schwede, ja. Auf jeden Fall, wie ich eben vielleicht irgendwie berichten konnte, hatte ich direkt am zweiten Tag eine Lebensmittelvergiftung. Ich lag flach die ganze Nacht, habe mich übergeben und so, das war nicht so cool. Aber ja, Kopf hoch, weitermachen, irgendwie wird das schon. Ja. Noch 10 Kilometer oder so, dann sind wir bei dem Restaurant, wo wir hinwollen. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier, also ich habe jetzt irgendwo hier gehalten, einfach zwischen so zwei Bergen. Straße, wir stehen gerade hier mittendrin. Hier sind auch keine Leute, aber ich dachte mir einfach, komm, jetzt mal ein bisschen die Aussicht genießen, weil ich finde das so geil mit den Sachen sehen, die man sonst nicht sieht. Ich meine, in Deutschland ja, aber nicht jetzt bei uns in der Nähe. Da wüsste ich jetzt nicht, wo ich sowas finden könnte auf die Schnelle. Aber ja, geile Aussicht. Freunde, nächster Halt und diesmal, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Guckt selber. Das ist ein Traum. Jetzt mal im Normalmodus. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich jetzt noch hier runtergehen würde, dann würde ich ja fliegen. Aber, Alter. Und dann, hier geht es halt noch höher, ne? Ja. Leute, wir sind angekommen. Guck mal, wie riesig. Grand Hotel der Lübsche. Die Aussicht von, keine Ahnung, wie geil das eigentlich ist. Warte, ich versuche mal näher ranzugehen. Ja, okay, hier sind jetzt die Bäume, aber dahinter sieht es so brutal aus. Ja, ihr seht das ein wenig da hinten, wie so ein Wunderland. Aber, ja.
Freunde, wir sitzen jetzt an unserem Platz und hier sieht man die Aussicht sogar noch besser. Wir müssen gleich gucken, was wir essen, weil ich habe noch gar nichts gegessen. Wir haben Sorsch, oder? Telefon in Doreki. Es war mein Chat. Ich bin am Filmen. 15:07 Uhr. Wir haben, oha, wir haben 3 Uhr. Wir sind um 1 Uhr oder so losgefahren. Jo, sogar früher. Um 12:30 Uhr. Und sind jetzt da. Von unserem Tisch, das ist die Aussicht. Da ist wieder gar nichts. Oder man sieht es nicht mal. Aber... Freunde, wir haben unser Essen bekommen. Ich wollte nur Steak und Pommes. Ich habe zu spät angefangen zu filmen. Meine Mutter hat hier Reis, Kartoffeln, ein bisschen Gemüse, Hähnchenfleisch. Und ja, das ist das. Also kann ich das verdrehen? Nee, geht nicht. Egal. Aber ist auf jeden Fall mega lecker.